Hallo zusammen, digitaler Test DAF, Prüfungsteil Sprechen. Im Prüfungsteil Sprechen im digitalen Test DAF, genauso wie im papierbasierten, haben wir 7 Aufgaben. Heute versuchen wir alle diese Aufgaben zu klären. Ich gebe kurze Hinweise zu allen Aufgabentypen. Wir versuchen nicht so viel Zeit zu verschwenden und kommen sofort zum ersten Aufgabentyp. Aufgabentyp 1, Rat geben. Die Situation ist informell, das bedeutet, dass wir duzen dürfen. Für die Bearbeitung der Aufgabe haben wir 30 Sekunden für die Vorbereitung und 45 Sekunden zum Sprechen. Das ist hier die Situation und das ist hier die Aufgabe. Wir lesen aufmerksam die Situation und versuchen zu verstehen, was in dieser Situation und in dieser Aufgabe angegeben ist und worauf wir achten sollten. Ihre Freundin Paula möchte bald ein Chemiestudium beginnen. Auf der Webseite ihrer Hochschule hat sie gelesen, dass alle Studierenden zusätzlich zu den Fachkursen an kostenlosen Sprachkursen teilnehmen dürfen. Paula überlegt, ob sie sich dafür anmelden soll und fragt sie um Rat. Die Situation haben wir gelesen, das ist der Kontext, das ist unser Anstoß zur weiteren Diskussion und weiter steht die Aufgabe. Sagen Sie Paula, wozu Sie ihr raten. Hier wird unser Ratschlag erwartet. Das bedeutet, grammatisch bedeutet das, dass wir auf Konjunktiv 2 achten sollten. Ja, Paula, an deiner Stelle würde ich, es wäre gut, wenn du, ich würde dir empfehlen, also nutzen Sie in dieser Aufgabe intensiver Konjunktiv 2. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis für diese Aufgabe wäre, viele Wörter aus der Situationsbeschreibung zu nutzen. Hier steht ein Chemiestudium, nutzen Sie auch dieses Wort, ob es schwierig ist, ob es leicht ist, Chemie zu studieren und ob Sie tatsächlich empfehlen, zusätzlich zu den Fachkursen auch die Sprachkurse zu belegen, ob es möglich ist, ob es zeitaufwendig ist oder nicht. Also im Allgemeinen sollten Sie versuchen, je mehr Wörter aus der Situation anzusprechen wie möglich, so dass Ihre Äußerung relevanter ist, so dass Ihre Äußerung mit der Situation zusammenhängt und auch den passenden Kontext abbildet. Das ist der erste Aufgabentyp. Gehen wir weiter. Ja, hier haben wir die allgemeinen Ideen zum Thema, aber ich habe schon alles Wichtige gesagt. Das können Sie einfach ablesen. Also hier gibt es die allgemeinen Empfehlungen, welche Ideen man zu dieser Aufgabe hervorheben könnte. Sprechen, Aufgabentyp 2, Optionen abwägen. Genauso wie in der ersten Aufgabe haben wir die Situationsbeschreibung und die Aufgabenstellung. Die Situation. Sie sitzen mit einigen Studienfreunden in einem Café in der Stadt und unterhalten sich über den starken Verkehr. Ihr Freund Tim sagt, er sei dafür, den Autoverkehr in Innenstädten zu verbieten. Er fragt sie nach ihrer Meinung. Wägen Sie die positiven und die negativen Folgen eines Fahrverbots von Autos in Stadtzentren ab. Legen Sie Ihren eigenen Standpunkt dar und begründen Sie Ihre Meinung. Für die Bearbeitung haben wir 45 Sekunden Vorbereitungszeit und 1,5 Minuten Sprechzeit. Die Situation haben wir verstanden. Die Aufgabe ist auch klar. Die Situation ist informell, aber hier würde ich Ihnen empfehlen, ein bisschen formeller zu sprechen, ein bisschen wissenschaftlicher zu sprechen und auch akademische Wörter zu nutzen. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Wir haben 1,5 Minuten und das bedeutet, dass wir etwas Wissenschaftliches, etwas Überzeugendes hier einführen sollten. Also, das ist der erste Ratschlag. Nutzen Sie in dieser Situation akademischen Wortschatz. Versuchen Sie schon ab dem zweiten Aufgabentyp Ihre Kompetenz bei der Bearbeitung der Sprechaufgaben zu zeigen. Außerdem ist hier der zweite Hinweis, lautet der zweite Hinweis, so dass Sie positive und negative Folgen abwägen sollen. Was meine ich hier? Nennen Sie tatsächlich die Signalwörter. Nutzen Sie tatsächlich diese Wörter aus der Aufgabe. Erste positive Folge des Fahrverbots wäre, zweite negative Folge des Fahrverbots wäre oder ist, also so, dass es klar ist, welche Situation Sie beschreiben, zu welchem Thema Sie sich gerade äußern. Ob Sie positive Aspekte bearbeiten, ob Sie negative Aspekte nennen, es sollte für die Prüfer klar sein, zu welchen Aspekten, zu welchen Folgen Sie Ihre Stellung momentan nehmen.
So ist es dann strukturierter und verständlicher. Hier haben wir ebenfalls einige Ideen. Sie können eine Pause machen und durchlesen, aber ich möchte hier nur Hinweise geben. Also nutzen Sie Signalwörter. Die Situation ist zwar informell, aber trotzdem versuchen Sie ein bisschen akademischer zu sprechen, ein bisschen überzeugender, sachlicher und verwenden Sie kompliziertere Wörter. Gehen wir weiter. Ein dritter Aufgabentyp und dieser Aufgabentyp verursacht viele Schwierigkeiten für die Studenten. Hier haben wir einen langen Text, das ist gewöhnlich eine Studie mit Ergebnissen, mit bestimmten Schlussfolgerungen. Also für die Studenten ist das äußerst kompliziert. Es ist schwierig, alle Wörter aus diesem Text zu verstehen und mit ihren eigenen Wörtern wiederzugeben und deswegen scheitern die meisten Studenten gerade bei dieser Aufgabe. Aber der Reihe nach, Schritt für Schritt, für die Bearbeitung haben wir 4 Minuten, sowohl für das Lesen als auch für die Vorbereitung und fürs Sprechen haben wir 2 Minuten Zeit. Wir fassen den Text zusammen. Die Aufgabe ist hier angegeben. In einer Arbeitsgruppe an Ihrer Hochschule behandeln Sie gerade das Thema Psychologie der Farben. Sie haben dazu einen interessanten Artikel gelesen und wollen ihn für Ihre Mitstudierenden zusammenfassen. Lesen Sie den Text, der Text ist 4 Minuten lang und lang zu sehen. Also nach dem Lesen, nach 4 Minuten, haben Sie keine Möglichkeit, den Text zu sehen und Sie sprechen dann über den Text, ohne den sehen zu können. Fassen Sie danach die wesentlichen Informationen zusammen. Welche Hinweise hätte ich für Sie? Seien Sie sicher, dass Sie unbedingt eine kurze Einleitung in diesen Text machen. Also erzählen Sie, worum es hier überhaupt geht. Jeder Text ist so aufgebaut, dass es eine Einleitung, ein Hauptteil und eine Zusammenfassung gibt. Also versuchen Sie, das auch bei Ihrer Äußerung beizubehalten. Erklären Sie, was Sie besprechen werden. Erklären Sie, worum der Text geht. Erklären Sie, was der Hauptteil ist, welche Studie also durchgeführt wurde, welche Stufen hatte diese Studie, welche Ergebnisse wurden von dieser Studie gezogen und welches Fazit, welche Schlussfolgerung können wir für die Zukunft auch ziehen. Das ist wichtig, also machen Sie die Struktur in dieser Aufgabe auch klar. Seien Sie sicher, dass es verständlich ist, dass es nicht durcheinander ist, dass es nicht so chaotisch ist. Und selbstverständlich versuchen Sie, die Texte zu paraphrasieren. Also, je mehr Wörter Sie paraphrasieren können, desto besser. Es ist nicht verboten, die Wörter aus dem Text zu nutzen, besonders die Eigennamen. Aber trotzdem, wenn Sie Grammatik bearbeiten können, wenn Sie den Wortschatz bearbeiten können, das ist auch sehr, sehr gut. Das zeigt Ihre grammatische und lexikalische Kompetenz. Also, Hinweis Nummer 1, versuchen Sie, die Struktur des Textes beizubehalten mit der Einleitung, mit dem Hauptteil und mit der Zusammenfassung. Und zweiter Hinweis, versuchen Sie, die Texte effizienter zu paraphrasieren, so dass Sie Ihre grammatische und lexikalische Kompetenz hier zeigen. Gehen wir weiter. 4. Aufgabentyp, Informationen abgleichen und Stellung nehmen. Hier haben wir 2 Quellen. Das ist eine kompetenzübergreifende Aufgabe. Wir haben eine Grafik, die wir 30 Sekunden sehen dürfen. Dann hören wir eine Stellungnahme in Bezug auf diese Grafik. Der Student oder die Studentin äußert sich zu dieser Grafik. Dann haben wir 1,5 Minuten für die Überlegungen und 1,5 Minuten zum Sprechen. Lesen wir mal die Aufgabe, die Situationsbeschreibung und die Aufgabe. In Ihrem volkswirtschaftlichen Seminar sprechen Sie über die Zukunft von Selbstfahrern. Autos. Das sind Autos, die ihre Umgebung analysieren und selbstständig, das heißt ohne menschlichen Einfluss, fahren, steuern und auch parken können. Ihr Dozent, Herr Dr. Kilian, hat eine Grafik mitgebracht und bittet die Seminarteilnehmenden um eine Stellungnahme. Hören Sie, was ein Seminarteilnehmer dazu sagt, nehmen Sie Stellung zu der gehörten Aussage, beziehen Sie sich dabei auf die vorliegende Grafik. Die Situation, wie gesagt, gibt Ihnen einen Anstoß zur weiteren Diskussion. Hier ist die Aufgabe
Und versuchen Sie natürlich dazu eine Stellung zu nehmen. Welche Hinweise hätte ich hier? Wichtig wäre natürlich, der Grafik eine Zusammenfassung zu entnehmen. Es ist nicht nötig, so detailliert alle Angaben der Grafik zu beschreiben, so detailliert auf alle Parameter einzugehen. Sie sollten das Wichtigste der Grafik entnehmen zu können. Und das Wichtigste auf dieser Grafik ist, dass die meisten Menschen die selbstfahrenden Autos momentan nicht kaufen möchten. 60%, also die meisten Menschen, fast 2/3 der Menschen möchten keine selbstfahrenden Autos kaufen. Die Minderheit, also nur 1/3, möchte sich ein selbstfahrendes Auto kaufen. Gewöhnlich gibt es einen Widerspruch zwischen der Grafik und der Äußerung eines Studenten oder einer Studentin. Hier ist die Äußerung, Beitrag des Seminarteilnehmers. Was sagt ihr? Ich denke, den selbstfahrenden Autos gehört die Zukunft. Es ist doch für die meisten Menschen ein Traum, bequem mit dem Auto von einem Ort zum anderen gefahren zu werden, ohne sich auf den Verkehr konzentrieren zu müssen. Stattdessen kann man beim Fahren zum Beispiel Zeitung lesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir sehr bald viel mehr selbstfahrende Autos auf deutschen Straßen sehen werden. Der Student ist also überzeugt, dass den selbstfahrenden Autos die Zukunft gehört. Auf der Grafik aber haben wir eine ganz andere Information. Momentan sehen wir keine glänzende Zukunft für selbstfahrende Autos. Es ist noch ein langer Weg, der zurückgelegt werden muss, bevor sich die Menschen intensiver für die selbstfahrenden Autos interessieren. Deswegen ist es ein Widerspruch zwischen der Grafik und der Meinung der Studenten. Wie gesagt, versuchen Sie, der Grafik eine Zusammenfassung zu entnehmen. Versuchen Sie, das Wichtigste der Grafik zu entnehmen. Und dann hören Sie den Beitrag des Seminarteilnehmers und versuchen Sie doch, diesen Widerspruch zu finden. Gewöhnlich ist die Grafik in dieser Aufgabe einfach und die Meinung der Studenten beträgt so 20 bis 30 Sekunden, also das ist ganz, ganz kurz. Manchmal enthält die Aussage der Studenten hier eine kurze Beschreibung dieser Grafik, manchmal gibt es nur eine Meinung zu diesem Thema, zum Thema der Grafik. Also, hier hätte ich einen einzigen Hinweis für Sie. Zusammenfassung ist in dieser Grafik wichtig und die Stellungnahme der Studenten enthält unbedingt einen Punkt, der mit den Informationen der Grafik nicht übereinstimmt. Gehen wir weiter. Sprechen Aufgabentyp 5, Thema präsentieren. Für die Vorbereitung hätten wir hier 2 Minuten Zeit, zum Sprechen hätten wir 2,5 Minuten Zeit. Situation. Sie haben für Ihr Tutorium zu Studiertechniken eine Kurzpräsentation zum Thema Werbung vorbereitet. Ihr Tutor, Herr Buchner, bittet Sie, Ihre Präsentation vorzutragen. Erläutern Sie zunächst den Aufbau der Präsentation, gehen Sie dann auf die einzelnen Punkte näher ein und heben Sie wichtige Einzelheiten hervor. Das ist die Aufgabe. Wie gesagt, die Situation ist hier formell. Wir sprechen akademisch. Stellen Sie sich vor, dass Sie vor einer Gruppe der Studierenden stehen und einen Vortrag präsentieren. Das ist der beste Kontext. Stellen Sie sich vor, dass Ihnen der Professor zuhört, dass Ihnen die Studierenden zuhören. Versuchen Sie höflich, kompetent und überzeugend zu sprechen. Machen Sie keine Pausen. Es sollte eigentlich nicht wie Ihre allgemeinen Überlegungen zum Thema aussehen. Es sollte klar gegliedert und klar strukturiert sein. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis ist, bleiben Sie bei der festen Struktur. Erklären Sie zuerst, wie Ihre Präsentation aufgebaut ist. Also präsentieren Sie die Gliederung, welche Punkte Sie zuerst beleuchten werden, welche Punkte erfolgen danach, ob Sie zuerst die heutigen Werbungen besprechen oder vielleicht Sie sich für die Zielgruppen zuerst entscheiden. Das ist schon Ihre Wahl. Sie können die Reihenfolge der Punkte selber auswählen. Wichtig ist allerdings, dass Sie diesen Aufbau der Präsentation beleuchten, sodass die Studierenden und der Professor wissen und verstehen, welche Punkte Sie zuerst
beleuchten werden und welche danach. Ein bisschen ausführlicher versuchen Sie die Punkte zu präsentieren, zwei Sätze zu jedem Punkt, vielleicht auch eventuelle Beispiele. Auch können Sie die Situation im Heimatland ganz kurz hier präsentieren. Das wäre hier in Ordnung. Ihre persönlichen Erfahrungen sind hier nicht erwünscht, aber wenn Sie Ihre persönlichen Erfahrungen in Bezug auf die Punkte der Präsentation hier anführen, wäre es akzeptabel. Das ist dieser Aufgabentyp. Hier gehen wir weiter. Der sechste Aufgabentyp, auch kompliziert, auch formell, Argumente wiedergeben und Stellung nehmen. Wir haben hier eine einminütige Äußerung des Studenten, dann haben wir 1,5 Minuten Zeit für die Überlegungen und wir sprechen anschließend 2 Minuten lang. Die Situation lautet wie folgt. In Ihrem sozialwissenschaftlichen Seminar diskutieren Sie heute über das Thema Helmpflicht für Fahrradfahrer. Ein Kommilitone äußert sich zum Thema. Ihre Dozentin Frau Dr. Schwarz bittet Sie, zu der Äußerung Stellung zu nehmen. Geben Sie, das ist die Aufgabe, geben Sie die Argumente Ihres Kommilitonen wieder und nehmen Sie Stellung zu seinen Argumenten. Begründen Sie Ihren eigenen Standpunkt zum Thema. Hier haben wir den Beitrag des Kommilitonen, lesen wir ihn auch zusammen. Ich bin absolut gegen eine Helmpflicht, also der Student ist dagegen. Helmpflicht ist das Thema und der Student denkt, dass Helmpflicht inakzeptabel ist für Fahrradfahrer. Ich finde, statt Radfahrer zum Helmtragen zu verpflichten, sollte das Radfahren lieber sicherer gemacht werden. Man könnte zum Beispiel mehr Radwege bauen und Fahrradtrainings für Kinder anbieten. Also stattdessen möchte ihr mehr Radwege und Fahrtrainings für Kinder. Durch solche Maßnahmen lässt sich die Gefahr reduzieren, überhaupt in einen Fahrradunfall verwickelt zu werden. Das Tragen eines Helms dagegen senkt nicht das Risiko von Unfällen. Das ist das zweite Argument. Es senkt nicht das Risiko von Unfällen. Es verleitet nur dazu, sich sicher zu fühlen. Nach dem Motto, mit dem Helm auf dem Kopf kann mir nichts passieren. Insofern nützt das Helmtragen wenig. Es schadet eher, weil man bereit ist, größere Risiken einzugehen. Also Argument Nummer 1, Radwege ausbauen und Fahrradtrainings für Kinder. Argument Nummer 2, Helmpflicht verleiht falsche Sicherheit, also unnötige Sicherheit auf den Straßen, und Nummer 3, und manche Menschen wollen den Kopfschutz auch einfach nicht tragen. Also das ist der Wunsch, der persönliche Wunsch. Ihren Willen soll man den Menschen lassen. Es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er einen Helm tragen möchte oder eben nicht. Nichts gegen einen Helm. Wer ihn tragen will, soll ihn aufsetzen, aber freiwillig. Also persönlicher Wunsch, freie Entscheidung. Entscheidung sollte auch dabei sein. 3 Argumente haben wir hier gesehen. Welche Hinweise hätte ich für Sie? Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Sie diese Aufgabe bearbeiten können. Sie können zuerst in Ihrer Äußerung die Argumente des Kommilitonen wiedergeben. Also zuerst alle diese 3 Argumente paraphrasieren. Und dann können Sie zu den einzelnen Argumenten Ihre Stellung nehmen. Das ist die Strategie Nummer 1. Diese Strategie ist ein bisschen einfacher. Die zweite Strategie besteht darin, dass Sie sofort nach jedem Argument Ihre eigene Stellung nehmen. Sie geben das erste Argument wieder mit Ihren eigenen Worten und dann nehmen Sie sofort Stellung, ob Sie einverstanden sind oder nicht. Dann machen Sie gleich mit dem zweiten Argument und dann mit dem dritten. Diese Strategie ist ein bisschen komplizierter. Sie können sich verwirren, Sie können vergessen, was der Student gesagt hat. Sie können die Reihenfolge der Argumente verlieren. Sie können den Faden verlieren. Diese Strategie ist ein bisschen komplizierter und daher empfehle ich sie nicht oder nur für die Fortgeschrittenen, die sich alles merken können, die alles notieren, die sehr schnell mitschreiben können. Nur in diesem Fall können Sie sicher sein, dass Sie alle nötigen Argumente wiedergeben können und dazu auch Ihre Stellung nehmen werden.
Das ist das Wichtigste in dieser Aufgabe. Bleiben Sie in dieser Aufgabe auch formell. Duzen Sie nicht. Sprechen Sie mit der Sie-Form und versuchen Sie auch Paraphrasierung zu üben. Hier wäre das wichtig, auch wenn möglich natürlich Konjunktiv 1 zu verwenden. Das würde Ihre Note auch positiv beeinflussen. Sechsten Aufgabentyp haben wir geklärt und Aufgabentyp 7, der letzte Aufgabentyp, Maßnahmen kritisieren, ebenfalls kompliziert. Hier haben wir 1,5 Minuten für die Überlegungen und 1,5 Minuten zum Sprechen. Die Situation lautet wie folgt. Sie haben auf der Internetseite Ihrer Hochschule gelesen, dass die Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek verändert werden. Auf einer Diskussionsveranstaltung wird dieses Vorhaben vorgestellt. Sie vertreten eine Studierendengruppe, die dieser Maßnahme kritisch gegenübersteht und möchten sich zum Thema äußern. Und dann die Aufgabe, äußern Sie die Kritik der Studierendenvertretung an der geplanten Maßnahme, begründen Sie diese Position, sagen Sie, wie die Öffnungszeiten der Bibliothek studienfreundlicher wären. Also wir brauchen die Kritik, dann brauchen wir die Begründung der Position und natürlich einen alternativen Vorschlag. Also dritte Aufgabe ist, einen alternativen Vorschlag zu formulieren. Das ist die Änderung, neue Öffnungszeiten, die Universitätsbibliothek ist ab sofort nur noch 30 Stunden in der Woche geöffnet, Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr, samstags und sonntags bleibt die Bibliothek geschlossen. Das ist nicht studienfreundlich, die Studenten arbeiten, die Studenten studieren natürlich in dieser Zeit von Montag bis Freitag und samstags und sonntags. Wenn sie Zeit hätten, ist diese Bibliothek geschlossen. Das ist nicht studienfreundlich. Sie sollten das kritisieren. Die Kritikpunkte dürfen Sie natürlich auch frei ausdenken, warum es nicht studienfreundlich ist. Das ist nicht für Sie persönlich. Sie sprechen also von einer Studierendengruppe. Vertreten Sie also die Interessen, nicht nur Ihrer eigenen Interessen, sondern auch die Interessen der Studentengruppe. Versuchen Sie, von allen zu sprechen. Warum einige das nicht schaffen können, dass einige vielleicht am Wochenende Freizeit hätten und dass die meisten Studenten von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr an der Uni sind. Und deswegen macht es keinen Sinn, die Bibliothek gerade an diesen Tagen in dieser Zeit offen zu halten. Und anschließend erklären Sie, welchen Vorschlag Sie hier machen würden, wie es studienfreundlicher wäre, was können Sie anbieten, sodass die Bibliothek ein bisschen spart und auch studienfreundliche Öffnungszeiten hat. Selbstverständlich sollten Sie auch beachten, dass das Personal der Bibliothek auch irgendwelche geregelten Arbeitszeiten bräuchte. Deswegen achten Sie auch darauf, dass es für alle Beteiligten passend wäre. Das ist hier alles, also Kritikpunkte können Sie ausdenken. Begründung sollte überzeugend sein und alle Studieninteresse einbeziehen und auch sollten Sie auch den alternativen, argumentativen, überzeugenden Vorschlag hier formulieren. Das ist alles, das war ganz kurz zu allen Aufgabentypen, ein kurzer Übersicht sozusagen. Üben Sie natürlich, vergessen Sie nicht Audioaufnahmen zu machen und Sie auch von qualifizierten Prüfern checken zu lassen. Das wäre wichtig, das würde Ihre Note definitiv positiv beeinflussen. Wenn Sie aber weitere Hinweise, Tipps, Strategien, Redemittel brauchen, dann würde ich Ihnen empfehlen, mein Webpraktikum nächste Woche aufzunehmen. Also wir starten morgen am Montag um 19 Uhr deutscher Zeit und arbeiten an allen Aufgabentypen, inklusive den mündlichen Ausdruck selbstverständlich. Wenn Sie also irgendwelche Hinweise, ausführlichere Hinweise bräuchten, mehr Aufgabentypen bräuchten, mehr Strategien möchten, dann melden Sie sich an und beginnen wir unsere Vorbereitung mit Ihnen auch nächste Woche. So seien Sie dann sicher, dass Sie
auf den Test am 26. April perfekt vorbereitet sind. Für heute wäre das alles. Viel Erfolg bei der Vorbereitung und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.